Geht endlich wieder weiter mit unserem Jedi. Mit einem neuen Abenteuer. So. Bis wir nachher wieder irgendwelche Leute fragen, was hier so rumhaut, das ist die Katze von meiner Freundin. Das wird wahrscheinlich auch öfters mal passieren. So, wo sind wir denn hier? Okay, wo müssen wir vor allen Dingen hin? Suche auf Ziffer nach alten Gräbern, dann machen wir das doch mal. Warte mal, können wir unser Lichtschwert eigentlich ein bisschen umbauen? Zumindest nicht so, ne? Ich habe leider keine Fähigkeitenpunkte mehr, okay. Gut, dann machen wir es doch mal weiter auf. Hier müssen wir rein. Sie öffnet sich nicht. Okay, sie will nicht. Dann hoffe ich, dass wir da hoch müssen. Oder hier mal durchgucken. Aber ja, auf den ersten Blick sieht das nicht so aus, als würden wir irgendwas hier nehmen können. Hier ist aber was. Hey. Irgendwas Brauchbares? Neues Pancho-Material erhalten, okay. Wie sieht das aus dann? Dann nehmen wir es mal. So. Die sind alle verschlossen, die Türen. Das ist scheiße. BD1, hier rüber. Ja. Okay. Dann müssen wir doch da hoch irgendwie. Was haben wir denn hier? Ein Sturmtruppler. Glück gehabt. So. Wir scannen mal. Cal, kannst du mich hören? Das Imperium. Sie haben Zeffo. Wären Sie der Mantis gefolgt, hätten Sie uns schon längst umzingelt. Suchen Sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Okay. Gut. Also, wir haben auf jeden Fall einen weiteren Fähigkeitspunkt, den wir irgendwann einsetzen können. Aber hier oben irgendwo auch noch so ein Viech. Und ich hoffe nicht, dass wir irgendwas Starkes haben. Nö, das ist noch wieder dieses Gas, diese Mini-Dinosaurier hier. Ja, geh mal weg. Oh, da kommt einer. So, können wir die Viecher jetzt irgendwie scannen nochmal? Nee, ne? Das waren ja, glaube ich, die, die wir schon hatten. Okay. Gut, dann. Hep, geht's hier weiter. So, mal gucken, was hier so drin ist. Okay, da kann man nicht hoch. Aber die Frage ist, sollen wir da überhaupt hoch? Eigentlich schon, ne? Ich hab
habe doch gerade Schritte gehört. Irgendwo. Da ist irgendwas. Echo wahrnehmen. Okay, bei dir? Meine Mutter hat mit diesem Stoff ihr Kind warm gehalten. Sie waren auf der Flucht. Die Frage ist, wovor? Ein Machtecho. Okay. Das ist ja diese komische Wand, die wir jetzt gerade eben... Okay, den Stein kann man nicht nehmen. So, schauen wir mal. Ein bisschen um. Hier ist irgendwas, was man öffnen könnte. Und zwar hier. Hey, kannst du mehr tragen? Danke, BD. Gut. Was haben wir denn? Ein Stimmbehälter. Ah, wir haben unsere Stim-Behälter erhöht. Also das heißt, wir können ja... Warte mal, wie war das jetzt? Stim? Genau, dann leihen wir uns direkt mal Energy. Wir haben nämlich noch halbe Leben oder so. Also hat sich dieser kleine Ausflug in diese Höhle schon mal gelohnt. Ups. So. Genau, da standen wir eben davor. Dann sind wir hier mit dieser Höhle schon mal fertig. Ich denke, da wird nicht mehr viel so viel Neues geben. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ja, Tauch, jawohl. Okay. Hier sind wir ja weitergekommen. Jetzt heißt, wir müssten eigentlich da hoch. Okay. Oder? Warte mal. Ja, ich weiß, dass man hier den Wandlauf einsetzen soll. Das heißt, das machen wir. Ab. Eine Abkürzung freigeschaltet. Ah, cool, das ist ja die Ecke, wo wir, Oh, Stormtrooper. Bekämpft ihn einfach! Hör mal. Er ist tot. Ein ordentlicher Treffer. Das stimmt nicht ganz. So. Gut, die Stormtrooper sind weg. Und wir könnten irgendwas scannen. Was eine Warnung. Was steht denn da? Jetzt war ich gesperrt, imperialer Code. Kein Verkauf oder Handel. Wirf mir einen Stim her, BD1. Okay. Wir haben ein verlassenes Dorf. Hier laufen wieder irgendwelche. Sind das Stormtrooper? Frage ist, komme ich jetzt einfach so rüber? Aber wir können ja mit der Macht die Zing anhalten. Fällt mir gerade ein. Hep. Ja, das ist Stormtrooper. Aber nicht nur einer. Und nicht zwei oder so. Hey, Säcke. Das hat dich gar nicht so interessiert. Hat dich gar nicht interessiert, ha? Huh?
So, wir nehmen das Echo mal mit. Nimm sie und geh. Ich locke sie weg. Foster, nein! Ein Machtecho getrennt. Okay. Eine Tasche, die eine Familie zurückließ, als sie getrennt wurde. Der Vater sorgte für ein Ablenkungsmanöver, wodurch die Mutter mit ihrem Kind entkommen konnte. Gut, das Kind, das haben wir ja eben schreien hören. So. Ja gut, die Frage ist, warum haben die Stormtrooper hier damit was zu tun? Ja, komm. Ein Eindringling! Verfolgt all seine Bewegungen! Das krieg ich hin. Das Ziel blockt meine Angriffe. Waffen auf ihn! Bestätige! Hör mal! Ja, erwischt! Ich kann mich ausschalten, kein Problem! So, ein paar haben wir zumindest. So, jetzt kennen wir die Dungs mal wieder. Ein Scout. Ein Scout-Turm, da kann einige Angriffe mit Lichtschwertern blocken, hält aber nicht allzu lange stand. Okay. Manche kann vielleicht besiegen, aber ein gruppengefährlich. Das habe ich gerade so ein bisschen mitbekommen, das sind nämlich 3 Stück gerade gewesen. Okay, dann können wir hier weitergehen. Da oben sind wieder mehr. Hör mal! Ich ziele! Meine Güte! Schluss mit Ausweichen! Bleib zurück, ich schaff das! Wirf ihn her! Was? Zu viel für... Nö. Alter, wie viele sind das? Noch mehr, ne? Freunde sind auch noch welche. Ich brauche Sims unbedingt wieder. So, ich weiß, dass da vorne noch einer ist. Und den hole ich mir auch noch. Das war knapp. Was ist das? Ich hab da. Gut, wunderbar. Die Jungs sind weg. Hast du gerade TIE Fighter gehört? Okay, weiter geht's. Dann gucken wir uns hier mal noch weiter um. Meditieren. So, wunderbar. Alles wieder resettet. Das heißt, weiter geht's. Ich glaube, ich habe in der Nähe einen Jotas gesehen. Na, schauen wir mal.